Herzlich willkommen zu unserem heutigen Unboxing hier auf meinem Kanal. Zwei Schafe in front of me und jeder bekommt noch ein Champion Path Booster obendrauf. Ja, ist ein etwas älteres Produkt, war aber auch in vielen Läden schnell ausgegriffen. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt in dieses Produkt rein und versuchen ein Krugak zu ziehen. Ich werde einfach mal hier im Moment cutten, werde euch hier zwei Türmchen platzieren und ja, bis gleich. Zwei Monsterschaf. Super Size Full Art Karten. Zwei Minischafe. Ja, wenn Spaß. Es gibt ganze zwei Codes. Bitteschön. Wir haben vier Booster in jedem. Ja. In jeder Collection gehabt. Und wir haben diese zwei Einzelbooster noch von unserem Händler. Die lassen wir für zum Schluss. Wir gucken uns eine Box gegen die andere Box an. Wir fangen mit der rechten an. Und der Code gerade andersrum in dieser Pin Collection. Interessant. Stadium, Sender Lady, Sharpedo, Weedle, Inkay, Athena, Rubbish, Kakuna, eine Reverse Energie ohne Printlines, sieht sehr gut aus. Und unser erster Nicht-Hit des Tages, Obstagon. Rare. Ja, die Codes sind andersrum in diesem Produkt. Interessant. Grasenergie, Stadium, Milo, Phone, Pokéball, Sissly-Pidi, Machoke, Roly-Coly, Full Heal, Hatrime, Reverse und Altaria Holo. Nichts Besonderes bisher. Gut. Psychoenergie, Bede, Kabu, Sonja. Full Heal, Potion, wie viel Trainerkarten noch? Vulpix, Rockruff, Kakuna, Reverse Phone und Incineroar. Grand Flame, Flare Blitzer. Sieht auch sehr badass-mäßig aus. Letztes Booster für diese Pink Collection. Wasserenergie, Rottenbike, Sonja, Cradebor. Wie viele Trainerkarten sind in diesem Set? Gefühlt jede zweite Karte. Ne? Full Heal, Linoni, Vulpix, Rockruff, Pokémon Sender Lady Reverse und ein Wailord. Ich kann bald einen Wailord Train aufmachen hier. Schaut in die anderen Videos rein. Dann wisst ihr, von was ich rede. Der verfolgt mich, der Gute. Der verfolgt mich. Der hat mich ganz besonders lieb. So, dann gehen wir in die zweite Pin Collection. Das heißt, wir hatten zwei V-Karten
in 4 Boostern in dieser Collection. Das nenne ich mal eine sehr starke Ausbeute. Ob das die zweite Collection toppen kann, werden wir gleich sehen, ne? Bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass es 2 Wii-Karten toppen kann. Pierce, Sharpedo, Potion, Carvana, Kakuna, Weedle, Pokéball. Vielleicht kann es ja doch noch toppen. Oh. Das sieht einfach shiny, also echt cool. Lucan Rock. Die Reverse-Energiekarten sehen schon fantastisch aus. Dark Energy, Beedrill, Stadium, Milo, Athena, Inkay, Swablu, Ekans, Machop, Rolycoly, Obstagoon. Gut für euch. Blitzenergie, Rodenthorn, Hopp, Arbok, Urloin, Sissipidi, Full Heal, Trubbish, Zigzagoon, Reverse Altana und Scrafty. Letztes Pack, somit hat die rechte Box gewonnen. Es sei denn, passiert noch das Unmögliche. Code für euch. Grüne Energie. Pierce. Bede. Lippard. Weedle. Pokéball. Sissipidi. Machop. Rolycoly. Rubbish. Und wir haben einen Hit, wenigstens den Crablot, Bloctus, Octopus. Somit hat die rechte Box gewonnen. Hier zum ja, sogar mit beide hatten eine Reverse. Wir hatten linke Box, rechte Box. Ganz klar, hat die Box gewonnen. 2 lose Booster. Erwarte ich absolut gar nichts von. Aber ja, wir schauen einfach. Vielleicht passiert ja was ganz Tolles. Stahlenergie, Bikini, Hyperpotion, Phone, Zigzagoon, Scraggy, Rockruff, Vulpix, Linune, Purloin Reverse. Wop. Letztes Booster für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst ein Like da und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch einschaltet und wir gemeinsam hier Booster öffnen. Wait. Headbutt. Remax Rainbow Rare! Ja, ist das denn zu glauben? Ich dachte schon gerade, es wäre ein Klurer. Ja, das ist doch Happy End. Ein Lose Booster. Hätte ich nicht erwartet.
Uff. Ja, Leute, wenn das kein Ending ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Daumen hoch! Uiuiuiui. Ich bin happy. Bis dann. Haut da rein.